Schönen guten Tag, Herr Dr. Bonelli. Willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Jetzt haben wir es geschafft. Ich bin in Österreich von Zypern. Sie haben sich auch Zeit genommen, das ist sehr schön. Am liebsten wäre ich jetzt in Zypern, aber leider geht das nicht so leicht. Österreich auch sehr schön. Jedenfalls hat mir ein Freund Sie einmal empfohlen. Ich habe mir daraufhin dann Ihre Bücher durchgelesen, also alle 8, die YouTube-Videos angeschaut. Und ich bin ja selber High-Performance-Coach und habe sehr viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen. Und irgendwann werden diese Bücher, die wiederholen sich immer, da ist immer die gleiche Grundbotschaft drinnen. Und in Ihren Büchern hat mir gefallen, dass da was ganz was anderes drinsteht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir über diese Sachen reden, über die niemand redet, die aber viel wichtiger sind als über das, was die meisten reden, dann habe ich mir gedacht, wäre das ein Riesenvorteil für die Zuhörer. Ja, also das würde ich gerne machen. Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Ja. Fangen wir vielleicht einmal so an. Weil ich coache eigentlich nur Männer, also kaum Frauen. Also ich liebe Frauen, speziell meine Frau, aber ich konzentriere mich rein auf Männer. Und es gibt einen Unterschied zwischen, wie Männer um sich kreisen und wie Frauen um sich kreisen, oder? Das kann man schon ein bisschen statistisch zuordnen, könnte man das so sagen? Oder wie würden Sie das sehen? Ja, statistisch gesehen kreisen Frauen eher ängstlich um sich selbst und Männer eher selbstverliebt um sich selbst, weil der Narzissmus ist bei Männern viel häufiger verbreitet, also viel mehr verbreitet als bei den Frauen. Insofern kann man da eine Unterscheidung machen. Aber natürlich gibt es narzisstische Frauen und perfektionistische Männer, zweifellos. Aber tatsächlich, abgesehen von dieser sozusagen klinischen Verteilung, ist sicherlich, dass da das weibliche Denken und männliche Denken auch statistisch gesehen sich unterscheidet und vor allem die Emotionalität und das Selbstbild. Würde ich schon sagen, es gibt ein weibliches und männliches Kreis um sich selbst, aber tatsächlich habe ich darüber noch nie nachgedacht. Das beginnt schon sehr fruchtbar, unser Dialog. Aber also so, ich würde schon sagen, dass es da einen gewissen Unterschied gibt, weil Männer eben kompetitiv sind, in dem Sinn, dass sie dieses narzisstische Element als viel stärker ausgeprägt haben, dieses auch rücksichtslose und auch unempathische, das ist bei Männern stärker. Und während, das heißt, dieses um sich selbst kreisen hat weniger Unsicherheit, sondern mehr eben dieses Selbstbestätigende. Und bei den Frauen ist da schon eben der soziale Bezug sehr stark. Frauen sind ja sozial extrem kompetenter als die Männer normalerweise, können sich besser bewegen in einer Gruppe, können andere Menschen besser lesen, aber haben halt den Nachteil, dass sie dadurch auch in eine größere Beziehungsabhängigkeit geraten. Und das, glaube ich, äußert sich dann auch im Kreisen um sich selbst, gerade bei der Sorge um den eigenen Körper. Nicht? Würde ich sagen, ist da zwischen Männern und Frauen schon prinzipiell ein starker Unterschied. Wobei da die Männer stark aufholen, junge Männer, würde ich mal, kommt mir jetzt vor, wenn wir gerade drüber reden. Aber auch die Frage, wie schaue ich aus, wie komme ich an? Diese Unsicherheit ist bei Frauen ganz sicher viel stärker als bei Männern. Und wenn man einer Frau sagt, du schaust nicht gut aus, dann ist das viel vernichtender, als wenn man das bei einem Mann sagt. Es gibt Männer, die trifft das überhaupt nicht und die stecken das einfach weg. Viele Männer, würde ich sagen. Wenige Frauen stecken das weg, weil das trifft wirklich, weil die Frau viel mehr eins ist, also Körper, Geist, Seele, die sind viel mehr eins als beim Mann, der einfach viel abstrakter, würde ich mal sagen, ist und viel mehr auch von sich selbst distanziert, im Positiven wie im Negativen. Und würden Sie sagen, ist das Kreisen um sich selbst immer krankhaft oder ist es auch normal bis zu einem gewissen Grad oder wie kann man die Unterscheidungsstufen da bringen? Man kann sagen Egozentrik, man kreist einfach um sich selbst, vielleicht jetzt nicht pathologisch, aber einfach stört das eigene Leben. Aber wo fängt das dann an, ein Krankheitsbild zu werden? Fängt das dann an, wenn man sagt, okay, das ist ein diagnostizierter Perfektionist oder Narzisst oder wie kann man sich das vielleicht so einordnen? Naja, das Kreisen. Einordnen. Also wenn ich das Wort Kreisen verwende, dann ist das ja eine Bewegung, die sich ständig wiederholt. Das, so wie der Grübelzwang. Der Grübelzwang ist ja nicht über etwas nachdenken, sondern immer dasselbe nachdenken, ohne es zu lösen. Das ist ein Grübelzwang. Das heißt, eine gewisse Sinnlosigkeit.
Also du hast mal kurz überlegt, wie schaue ich aus im Spiegel und ist mein Hosenbild zu und ja, also passt alles. Das hat nichts mit Kreisen um sich selbst zu tun, sondern ist normal. Und bei Männern und bei Frauen. Das ist kein Kreisen um sich selbst. Aber sozusagen diese Ehrenrunde und noch einmal und immer dasselbe, das würde ich sagen, das ist ein zu viel. Das würde ich jetzt noch nicht krankhaft nennen oder pathologisch. Ich meine, in der Psychiatrie sind wir überhaupt nicht sehr großzügig mit diesen Begriffen, pathologisch, sondern wir gehen eher wir kommen von der anderen Seite und sagen, wo ist ein Leidensdruck? Mhm. Also was ist sozusagen dysfunktional, was funktioniert nicht gut? Nicht? Und also ich unterscheide nicht bei meinen Patienten, was ist krank und was ist gesund, sondern ich überlege immer, was ist der Auftrag, was runter leidet der und was kann ich für den tun? Ist das dann, wenn die fragen, ist das eine Krankheit, dann sage ich, lass mal die Frage beiseite, das hilft uns nicht weiter. Definieren wir das Problem und überlegen uns die Lösung. Ja. Das ist Psychotherapie vom Guten, nicht? Und diese Pathologisierung ist ja auch in der Beziehung zwischen Menschen sehr schlecht, besonders in einer Partnerschaft auf Augenhöhe, nicht? Also wenn der eine dem anderen eine Krankheit unterstellt, dann ist eigentlich der Dialog zu Ende. Also wenn der Mann der Frau sagt, du hast Borderline und die Frau sagt, du bist Narzisst, dann gibt es keine Lösung mehr, sondern dann wird alles eingeordnet in dieses Framing. Und insofern ist bei der Frage, ist das krank oder gesund, immer ein Frame, eine Gefahr des Framings dabei. Deswegen nehmen immer mehr Kollegen Abstand von dieser Frage, was ist pathologisch und was ist nicht. Aber das Kreisen um sich selbst, also im Sinn von dieses noch einmal und noch einmal Nachdenken über sich selbst, das ist auf jeden Fall dysfunktional. Also das hindert uns am Sein, weil das Kreisen um mich selbst verhindert, also dieses Gedankenkreisen verhindert ja, dass ich mir die Wirklichkeit anschaue, die rund um mich ist und die mich ja auch glücklich macht und mit der ich in einen Dialog gehe. Kreisen um mich selbst bedeutet ja, ich bin nicht fähig, auf das Du zu schauen oder viel weniger. Also das ist also im Grunde eine Egozentrik. Also das heißt, wenn ein Mensch kommt zu einem anderen und sagt, weißt du was, mein Rücken tut mir heute weh, der egozentrische Mensch würde antworten, boah, das hatte ich gestern auch. Oder was glaubst du, wie mir der Rücken weh tut? Nicht? Also er beginnt sofort mit eben seiner eigenen Welt. Manchmal ist das authentisch, aber meistens ist es zu viel. Es gibt schon Menschen, die reden dann gar nicht von sich selber, die sagen, oh, du hast Rücken weh und so weiter und dann musst du halt zum Arzt gehen. Also das ist dann auch zu wenig Ich-Bezug. Aber dieses zu viel ist dann in der Beziehung mit anderen einfach sehr, sehr belastend. Und solche Menschen bleiben dann auch allein, weil sie halt die Fähigkeit zum Du nicht haben. Und diese Fähigkeit zum Du, das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel für ein geglücktes Leben. Und dieses Kreis um sich selbst verhindert ein geglücktes Leben ein Stück weit. So würde ich das einmal das Erste. Ja, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Also, das finde ich interessant, dass man sagt, es fängt dann an, dass sie es anfangen zu lösen, wenn der Patient einen Leidensdruck hat. Oder vielleicht die Frau von dem Mann, weil sie sagt, sie kann kein Gespräch beginnen oder erzählt mir, wie es ihm schlecht geht. Ja, wobei der Leidensdruck nicht immer das Kreisen ist, sondern aber die Folge des Kreisens. Ne? Ja. Also wenn einer sagt, meine Kinder kümmern sich nicht um mich oder und meine Chefs sind alle blöd und meine Frau ist auch versteht mich nicht und jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich, so auf die Art nicht. Also dann merkt er noch gar nicht, er muss nicht am Kreisen leiden. Dann merkt er noch gar nicht, dass die Ursache des Kreisen ist. Das wäre die Aufgabe der Therapie. Aber eben dieses Kreisen ist oft diese Gefangenschaft im Ich. Das ist oft die Ursache von eben Dingen oder Umständen, unter denen wir wirklich leiden und mit denen die Patienten wirklich zu mir kommen. Wie kann man dann rausfinden, dass man jemand ist, der um sich selbst kreist? Weil ich habe das durch Sie zum Beispiel gelernt, dass ich auch um mich gekreist bin, wie auch immer. Und das war sehr entlastend, würde ich sagen, das zu verstehen, dass man einfach um sich kreist und dass es eigentlich nicht notwendig ist, dass man die gleichen Gedanken immer wieder wälzt. Ja. Aber Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass oft der Narzisst zum Beispiel der ist, der sich als allerletzter als Narzisst selbst diagnostizieren würde. Also er würde sagen, er ist gar kein Narzisst. Und ich habe jetzt einige Kunden im Kopf oder auch Freunde, die sich jetzt selber nicht so in Szene setzen würden. Also die würden nie sagen, ich kreise mich selber auf eine narzisstische Art. Sie tun es aber trotzdem. Und dann würde ich mich fragen,
Wie können diese Leute das dann selber sehen, dass sie um sich kreisen? Das ist eine sehr gute Frage, weil der Narzissmus ist für den Betroffenen oft unsichtbar. Und da wir alle narzisstische Anteile haben, sind die halt in uns verborgen. Und nur wenn man das weiß, wenn man weiß, da in mir ist auch Narzissmus oder nennen wir es auch Hochmut, weil ich meine, da gibt es eine psychologische Tradition, die sagt Narzissmus zu dem, aber es gibt auch eine philosophische Tradition und eine religiöse Dimension, und zwar von allen Religionen der Welt, die nennt dasselbe Hochmut. Der Hochmut ist das größte Hindernis auf einem spirituellen Weg. Also und da nehmen wir Buddhismus genauso wie Hinduismus, Christentum sowieso, Judentum, Muslime, überall dasselbe. Aber auch in der Psychologie, also dasselbe Phänomen wird in der Psychologie Narzissmus genannt, aber überall dort. Können wir kurz Hochmut definieren? Also wie würden Sie Hochmut, Definition von Hochmut? Naja, der Hochmut ist ähnlich wie der Narzissmus, also von der Klinik her wäre der gleich. Würden Sie so mit Stolz und... Also eine Selbstidealisierung, also wir mal an beim Narzissmus. Also Narzissmus aus meiner Sicht sind drei Ebenen. Eine Selbstidealisierung, das heißt, ich stehe über allen anderen. Ich bin ideal. Also das heißt, dieser Narzisst ist jemand, der seine eigenen Talente überhöht und seine Fehler verdrängt. Dadurch überhöht er sich selbst. Das ist die Technik. Ich werde ein inneres Denkverbot gegen die Fehlererkenntnis. Also er sieht keine Fehler. Und wenn man den Narzissten anspricht und sagt, was sind deine Fehler, dann sagt er, muss ich schnell nachdenken. Eigentlich fällt mir nicht ein. Also so im Bereich. Also das ist die erste Ebene, die ist sehr wichtig. Selbstidealisierung. Und die Steigerung der Selbstidealisierung ist die Selbstverliebtheit. Das ist das Klinische, was man beim Narzissten als erstes spürt. Nicht, der sitzt da auf der Bank, wo Sie jetzt sitzen, und der erzählt so begeistert von sich, wie ein verliebter Mensch von seiner neu gefundenen Freundin erzählt. So erzählt er von sich, von seinem Auto, von seinen Aktien und von seinem Haus, von seiner Freundin auch, aber im Sinn von seiner Freundin oder sein Sportclub, was auch immer. Ja, das ist alles sein. Also das ist die erste Ebene. Das zweite ist die Fremdabwertung. Alle anderen sind niedriger. Ja? Und sie sind auch insofern wertvoll, als sie mit ihm eine Beziehung haben. Also seine Frau, sein Sportclub und so weiter haben wir schon gesagt. Nicht? Aber alle, die leben nur von seinen Gnaden. Und das dritte ist die Selbstimmanenz, das Gegenteil von Selbsttranszendenz. Das heißt, er ist unfähig, das wahre Gute und Schöne zu sehen und vor ihm niederzuknien, weil er vor nichts anderem kniet als vor sich selbst. Ja? Also er ist nicht bereit und nicht fähig zu sagen, wow, da gibt es etwas, das ist gültig, das ist schön, das ist wahr, das ist großartig und das wird es noch geben, wenn ich schon lange tot bin. Sowas interessiert ihn nicht. Ja, sondern er stellt eben einen Ich-Bezug her und relativiert das andere nicht. Also Selbstimmanenz, gefangen in sich selbst, kann man sagen. Das ist der Narzisst. Und der Stolze, da muss man jetzt unterscheiden, die verschiedenen Traditionen vom Buddhismus hin bis zum Christentum und den Moslems und den Judentum. Es ist überall ein bisschen anders, aber es ist immer eigentlich die Erhebung über die Schöpfung. Also das heißt, sein wollen wie Gott. Das heißt, dieses auch sich selbst idealisieren, sich selbst übersteigern und sich nicht richtig einordnen in das Ganze der Schöpfung, sondern sich überheben. Und damit sind die zwei Konzepte im Grunde ident. Und das Interessante ist mir gerade eingefallen, während Sie jetzt über Narzissmus geredet haben, ein Kunde von mir zum Beispiel, perfektionistisch, narzisstisch veranlagt und auch verbittert, also nach Michael Linden eine leichte Verbitterung. Und das ist auch interessant, dass Narzissmus mit Verbitterung oft was zu tun hat, weil die eben sehr leicht gekränkt werden, kommt mir vor, oder? Also das ist völlig normales Verhalten, würden die als extrem respektlos sehen, zum Beispiel. Und durch die Verbitterung sehen sie dann nicht das Schöne, Wahre, Gute, sondern irgendwie sehen sie das Schlechte oder fokussieren sich sehr stark auf Schlechte und sehen immer mehr vom Schlechten. Also das ist mir
gerade durch den Kopf gegangen, wie Sie das erzählt haben? Eines von den, also es gibt ja in der Klinik klassischerweise 9 Kriterien und eines davon ist, sieht sich nur mit wichtigen Persönlichkeiten und Institutionen gleichwertig und möchte nur von denen beachtet werden. Und da ist schon die narzisstische Kränkung drinnen, weil die natürlich sagen, wer bist du? Was willst du hier? Ne? Aber weil jetzt gerade das DSM-5 die 9 Kriterien erwähnt haben, das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, weil ich arbeite mit sehr vielen sehr erfolgreichen Männern und ich würde sagen, dass die auch oft mindestens 5 bis 6 narzisstische von diesen 9 Kriterien abhaken, ja, also wirklich fast alle. Freilich. Und eine Gelegenheit macht Diebe. Ne? Ja. Also der Erfolg bei jemandem, der nicht gesettelt ist, also wo es nicht langsam wächst, sondern plötzlich klassischerweise Fußballern, wo plötzlich alle mit 21 also ihn bewundern, das ist ganz schwer zu verarbeiten. Ja. Also ich bin niemandem böse, wenn der narzisstisch wird. Nicht? Aber das eigentliche vulnerable Alter ist so 12 bis 16. Wenn die Eltern hier dieses Kind eben hypen und eben bewundern und alles Mögliche und die Mutter das Söhnchen über den Vater stellt, da ist dann eigentlich die Tür offen für den Narzissmus. Aber es geht eben auch später. Also ich habe jetzt unterbrochen, aber weil die erfolgreichen Männer, da kommt. Deswegen sage ich, jeder hat narzisstische Wurzeln oder Züge. Aber wenn dann irgendwann einmal alle rund um mich mich bewundern oder ich auch wirklich erfolgreich bin und ich es mir leisten kann, dass ich das alle um mich schon angestellt oder in einem Abhängigkeitsverhältnis bin. Und wenn ich noch so blöd bin, dass ich nur noch Leute um mich schare, die mich bewundern, dann bewundern mich alle, weil sie ja nicht gekündigt werden wollen. Das ist eine Dynamik, die man sehr häufig sieht bei westlichen und östlichen Oligarchen, die dann also sozusagen, die überhaupt keinen Widerspruch mehr dulden. Manchmal habe ich ja Kontakt mit solchen Leuten, die dann sich sogar übersetzen lassen, alles Mögliche, aber wenn ich dann anfange, therapeutisch zu arbeiten, ist es aus, weil hinterfragen darf man da gar nichts. Ja. Ja. Aber die manövrieren sich in ein narzisstogenes Umfeld hinein, ohne das zu verstehen. Das fühlt sich am Anfang gut an, weil natürlich alle mögen dich. Ja, das ist aber alles gespielt. Ne? Und so entfernen sie sich immer mehr von der Realität. Während eben das Gegenteil von Narzissmus, dazu kommen wir sicher noch, ist die Demut. Ne? Und Demut ist eine, also ich finde, das ist so eine unheimlich attraktive Eigenschaft, der so Unrecht getan wird im zeitgeistigen Denken. Demut ist ja nicht, sich selber klein zu machen oder sich sozusagen zu kaputt zu machen, sondern Demut ist die realistische Einschätzung. Original von Josef Pieper, den ich hier in der vollen Auflage habe, also in der Gesamtausgabe, sagt, Demut ist sich selbst zu sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht. Und nur der demütige Mensch ist nicht kränkbar. Weil wenn Sie einem demütigen Menschen sagen, das war gestern kein guter Vortrag, dann sagt der demütige Mensch, da magst du recht haben. Der sagt das. Ja, der war wahrscheinlich nicht so gut. Aber er sagt auch, dafür war der vorgestern echt gut. Wenn er war. Weil Realismus heißt ja auch, dass man etwas kann. Ja. Aber dem Demütigen kann man alles sagen, weil er offen für die Wahrheit ist. Während der Narzisst, wenn man ihm dasselbe sagt, schießt aus allen Rohren. Ja, wer bist denn überhaupt, dass du darüber reden kannst? Und der war ja großartig. Aber ich glaube, ich habe die Frage unterbrochen. Na, das geht in eine gute Richtung. Demut. Setzen wir gleich da an, wo wir jetzt gerade aufgehört haben. Diesem Kunden, über den wir jetzt gerade, den ich gerade vorher erwähnt habe. Es gibt erfolgreiche Männer, da waren wir, die narzisstisch sind und die viele Kriterien von Narzissmus erfüllen. Genau. Und ich sagte, Erfolg und Narzissmus sind eng miteinander verwandt. Speziell würde ich sagen, umso mehr die in der Öffentlichkeit stehen, weil dann kriegen sie auch umso mehr Lob und umso mehr Lob über Instagram und Social Media. Ja. Wir arbeiten auch mit einigen Influencern und einige sind wirklich super angenehme Kunden, aber auch eine deutliche Mehrheit, merkt man schon, sind auch die was dann eine besondere Behandlung einfach wollen von einem. Also man merkt das dann schon, dass Influencer eher dazu neigen, mehr zu wollen, was ganz klar im Vertrag geschrieben wurde, dass es eigentlich nicht gibt. Also da sieht man ja schon, dass Influencer dann auch wenn sie keine Narzissten sind bis 20, aber dann auf einmal berühmt werden,
dass sie dann doch genau. Narzissten werden und dann wollen das heißt, sie ganz sie besonderes. Eine besondere Behandlung. Genau. Narzisstisches Kriterium. Aber die Frage war vorher eigentlich, also ich finde auch das Thema, das müssen wir auf jeden Fall noch behandeln. Sonst will ich Sie eigentlich gerade zwei Fragen gleichzeitig stellen. Vielleicht ganz kurz, hacken wir gleich bei Demut ein. Der Kunde, den ich jetzt im Kopf habe, ich muss jetzt mal kurz ein paar Sachen ändern, aber der war ein sehr, sehr erfolgreicher Arzt, irgendwo in Europa, Mitte 40, auch sehr viel Geld geerbt. Also keine Details. Ja, also ich du sie verdrehen, ja. Jedenfalls habe ich dann zu ihm gesagt, ja, was halten Sie eigentlich von Demut? Also ich wollte auch diese Idee mal so reinbringen, so, was halten Sie eigentlich von Demut? Sagt er. Also ich habe ihm einige so Werte oder Sachen vorgelegt, wo man es reinschauen kann. Er sagt so, ja, das können wir machen. Aber Demut, das ist ja überhaupt nichts. Ich sehe mich jetzt nicht selber schlecht, das, was ich bin. Also da war sofort die aggressive Abwehrhaltung. Also wie würden Sie dem Demut langsam beibringen? Vielleicht können wir da ganz kurz noch einsteigen. Ja, aber bei dem Zitat sieht man ja, dass er die Demut falsch verstanden hat. Ich sehe mich ja nicht als schlechter, als ich bin. Weil das ist der häufige Verriss der Demut, wo man sie nicht richtig versteht. Ich würde das Wort Demut ist auch, ich meine, das sage ich sehr gerne in intellektuellen Begegnungen, auch in meinen Büchern, auch um zu provozieren. Aber in der Therapie sage ich nie, wissen Sie was, Sie brauchen ein bisschen mehr Demut. Weil ich meine, gerade wenn er sie braucht, kann er das nicht schlucken. Ne? Sondern da sage ich, versuchen wir es einmal mit einer realistischen Selbsteinschätzung, ist genau dasselbe. Aber es reizt sozusagen den inneren Narzissmus in uns nicht so. Nicht eine realistische Selbsteinschätzung. Oder ich sage manchmal, okay, das ist einmal das Selbstbild und wie ist das Fremdbild? Also was würde Ihre Frau sagen, wenn die jetzt hier sitzen würde und sagt, naja, meine Frau, die spinnt ja, die würde sagen das, aber dann habe ich schon ein zweites Bild. Dann kann ich sagen, okay, das ist sehr gut. Da sagt Ihre Frau, und das ist wahrscheinlich auch sehr falsch, aber was könnte davon wahr sein? Dann kann man sich schon langsam ein bisschen... aber Demut, jemanden hinzuschmeißen, dem sie fehlt, ist ein technischer Fehler. Ja. Ja. Das war eine Liste aus Werten, wo ich wissen wollte, welche Werte von denen ziehen ihn an und welche findet er abstoßend. Und dann ist er sehr schnell auf das sehr aggressiv zugegangen. Mhm. Aber jedenfalls. Aber oft ist diese Emotion der Aggression, da sagt ja schon Sigmund Freud, ein Zeichen, dass da was verborgen liegt. Ja, also, genau. Wenn einer plötzlich oder eine oder in einem Paargespräch plötzlich einer voll abfahrt, aggressiv, dann werde ich sehr aufmerksam, dann sage ich, was, oder auch Tränen, das ist das andere. Aber dann sage ich, was hat sie da jetzt so getriggert oder was war da jetzt, was hat sie geärgert oder auch habe ich sie verletzt oder nicht. Und dann kommt da was raus, was beeindruckend ist. Aber oft sind es auch Tränen. Aber Aggression auch, also diese zwei, nicht? Also einerseits Traurigkeit oder andererseits eben die Abwehr. Ne? Das wäre eher was Narzisstisches. Dann vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den DSM-Narzissmuskriterien. Mhm. Weil ich finde, ich habe jetzt einen Kunden im Kopf zum Beispiel, ich verdrehe jetzt wieder einige Sachen, der war sehr unsportlich und hat ihm erzählt, er wird jetzt der nächste Ronaldinho. Und er wird dann, und hat sich dann ein Sport-T-Shirt ausgedruckt, seinen Namen hinten drauf und gesagt, er wird jetzt noch der nächste Messi, was auch immer, mit dem Logo. Und das ist extrem ernst gemeint. 35, sehr unsportlich. Auch, wie auch immer, reiche Familie, aber selber nicht viel auf die Reihe bekommen. Also einfach eine Feststellung. Genau, ja, aber egal, ja. Jedenfalls, bei dem ist es ja klar, dann festzustellen, dass der ein Narzissmusproblem hat, auch an sehr vielen anderen Kriterien. Wenn man jetzt aber sagt, stellen Sie sich vor, da sitzt der Elon Musk da. Ja, würde ich noch nicht gleich sagen. Also das ist jetzt erst eine totale Fehleinschätzung. Also wenn der 35 ist und so bummelig und dann sagt, ich werde der neue Superstar, dann ist ja irgendwas mit der Birne nicht ganz richtig. Nein, da hat sich auch an anderen Sachen dann gehapert, aber also wirklich ziemlich alles gepasst. Also kein Spiegel war... okay, der Spiegel ist ein gutes Kriterium. Ja. Jedenfalls, oder das Selfie oder Spiegel. Das triggert die schon sehr. Das könnten sie ins DSM-5 hinzufügen, wie viele Selfies Leute von sich machen. Das würde ich auch als sehr guten. Aber jedenfalls, bei dem finde ich es sehr, sehr, sehr leicht zu sehen, dass zwischen seiner Selbstwahrnehmung und der Realität ein Riesenunterschied ist. Genau. Bei mir ist es aber so, ich habe einige sehr erfolgreiche Kunden, die wirklich sehr, sehr fähig sind, auch sehr gut ausschauen, was auch immer. Genau. Und dann wird es, finde ich, schwierig zu sagen, ist die Selbsteinschätzung jetzt
richtig oder ist sie nur ein bisschen überzogen, wie sie bei vielen Leuten überzogen ist? Oder wann fällt das dann in dieses Kriterium rein? Das ist jetzt vielleicht nicht allzu interessant für alle Zuschauer, weil das sehr psychotherapeutisch schon ist, aber das würde mich jetzt persönlich sehr interessieren. Selbstüberschätzung oder was? Genau, also wann weiß man dann bei so sehr, so erfolgreichen Leuten, die sagen, ich bin halt einfach gut, dass es dann, man hat die Vermutung, der hat zum Beispiel narzisstische Züge, es treffen sehr viele Sachen auf ihn zu, aber wie würden Sie dann rausfinden, sieht er sich besser, als er eigentlich also ist? Also ich persönlich klinisch, die Art, wie er es sagt. Wenn der das sagt, ich bin halt einfach gut mit einem selbstverliebten Grinsen, dann ist das narzisstisch. Aber er kann das auch sachlich sagen. Also das kann ich einfach gut. Vielleicht sagt er nicht, ich bin einfach gut. Weil ich bin heißt ja nicht, dann schränkt das ja nicht ein. Mhm. Aber und damit geht das schon sehr in Richtung Narzissmus. Aber wenn man sagt, ich kann einfach gut Klavier spielen, dann ist das bei manchen Klavierspielern einfach wahr. Ja. Also ich meine, wenn sich Leute bei mir vorstellen, also hatte ich jetzt vor kurzem einen Musiker, der sagte, wissen Sie, ich bin einer der besten Geigenspieler. Ich habe jetzt das Instrument absichtlich geändert. Ja. Ja, ich bin einer der besten Geigenspieler. Ja, den habe ich nachher gegoogelt, das ist einer der besten Geigenspieler. Das hat nichts mit Narzissmus zu tun, das ist einfach richtig. Aber wenn er sagt, ich bin einfach gut, dann ist das Generalisieren. Also dann heißt, ich kann gut Geigen spielen, aber nebenbei bin ich in allen anderen Fächern auch der Allerbeste oder sie sind nicht wichtig. Okay. Ja, verstehe ich. Also Sie gehen da wirklich dann auch nach Intuition, nach wirklich Feinheiten, Sie versuchen zu verstehen. Okay, das also im Grunde, Narzissmus spürt man. Das ist ein Erfahrungsparameter. Also es gibt natürlich Kriterien, aber und dann kann man das alles irgendwie mathematisch rechnen. Aber am Ende ist es tatsächlich, wie Sie sagen, eine Ermessenssache, ob das jetzt ist. Also manches ist offensichtlich, aber bei vielen spürt man da was raus. Etwas Übertriebenes, etwas, was halt nicht im Lot ist. Nicht? Der Narzisst ist ja in sich nicht im Lot, sondern der will ja mehr sein, als er ist. Nicht? Und er macht sich selber was vor. Aber vor allem mit dieser Sigmund Freud sagt, libidinösen Begeisterung. Also ich mag Sigmund Freud sehr, aber ich bin nicht überall d'accord. Aber diese Libido, die der Mensch im Narzissmus wieder zurück auf sich selbst lenkt, also Sigmund Freud sagt sekundärer Narzissmus, das ist ein Konzept, das ist einfach genial. Und das könnte man dann auch gleich umändern und sagen, wenn das nicht der Fall ist, dass das wieder zurück auf einen selbst zeigt, dann redet man ja von der Selbsttranszendenz. Wenn man sinnvolle Sachen macht und das zeigt dann nicht wieder zurück auf einen selber, das wäre dann die gesunde, das Ziel ja, eigentlich. Ja, wobei bei Freud ist es so, dass es gibt einen primären Narzissmus, das heißt, das Baby kümmert sich nur um sich selber. Primärer Narzissmus ist eigentlich kein Narzissmus, aber er nennt das halt so. Es ist normal. Ja? Das Baby kennt noch nichts als sich selber und wenn es Hunger hat, dann schreit es und dann möchte es gestillt werden. Das nennt er primärer Narzissmus. Und dann entdeckt das Baby, dass hinter dem Busen noch eine Frau steht, die eigentlich ganz nett ist. Das ist die Mama. Ne? Und das ist dann, da nennt er dann Objektbindung oder Objektbeziehung. Und das ist, eigentlich ist das nicht Objekt, sondern das ist der Beginn eigentlich der Beziehung. Ne? Und da sagt er, dann tut der Säugling die Libido auf die Mama werfen. Nicht? Das ist dann auch Ödipal und bla bla bla. Also das kann man jetzt auch überzeugen. Aber dann zieht er. Und dann kommt der Papa und die Geschwister und alles Mögliche. Und dann zieht aber diese Libido wieder von denen weg auf sich. Und das ist Narzissmus. Das meint er. Aber tatsächlich kann man das auch so anwenden, zu sagen, dass die Fähigkeit zum Du, das wäre gesund, auch die Fähigkeit zum Wahren, Schönen und Großen und Guten ist. Aber für mich ist das eine andere Ebene. Also einerseits und auch für Robert Cloninger zum Beispiel. Bei Robert Cloninger sagt die innere Ordnung, Kooperationsfähigkeit mit dem Du und Selbsttranszendenz. Das sind für ihn drei Ebenen, sozusagen nach unten, nach vorne und nach oben. Sehr schön. Dann würde ich jetzt vom Narzissmus aber wieder zurück zum generellen Kreisen um sich selbst gehen, gerade zurückkommen. Haben wir die Frage jetzt schon beantwortet, wie kann jemand, der sich das gerade anschaut, feststellen, ob er zu viel um sich selbst kreist? Ich würde sagen, wir haben es beantwortet, weil Sie gesagt haben, der denkt immer über die gleichen Sachen nach und kommt nicht wirklich zu einer Lösung. Also wir haben, glaube ich, noch gar nicht über perfektionistisches Kreisen. Genau, das wäre das Nächste. Also und das ist ja das viel häufigere heutzutage. Viele Autoren und Kollegen sagen, dass wir in einer narzisstischen Welt sind und da ist auch was Wahres dran.
Aber vielmehr sind wir in einer perfektionistischen Welt, wo die Leute glauben, dass sie blöffen müssen, weil sie sonst nicht geliebt werden, weil sie sonst nicht anerkannt werden, weil sie sonst keine Wertschätzung bekommen. Und der Perfektionist kreist eben ängstlich um sich selbst. Er überlegt sich eben, wie komme ich an, was denken die anderen von mir, wie stehe ich da, kriege ich genug Wertschätzung, was denkt der Chef von mir, was muss ich tun, damit er besser von mir denkt. Und bei vielen meiner Patienten geht das so weit, dass die auf der Autobahn nicht fahren können, ohne Angst zu haben, dass der hinter ihnen irgendwas über sie denkt. Dann sage ich aber, den kennen sie doch nicht. Also wenn der was denkt, das ist ja Schall und Rauch. Also das ist ja völlig egal. Nein, das geht überhaupt nicht. Das darf keiner von mir schlecht denken. Also das ist Perfektionismus und das ist viel verbreiteter. Und ich sagte am Anfang, das sind mehr Frauen, die das betrifft, aber ich glaube, das ist eine echte Pandemie. Ja, also das greift um sich. Und natürlich ist das ansteckend. Weil wenn man das jetzt auf die Schulsituation nimmt, also wenn eine perfektionistische Mutter sagt, mein Kind hat einen Einser, das ist das Beste in Mathematik, ja, dann kriegen alle anderen perfektionistischen Mütter und auch die normalen eigentlich schon einen Stress. Weil dieser Komparativ, dieses Vergleich mit den anderen, das ist beim Perfektionisten sehr ausgeprägt. Und der Perfektionist ist einfach einer, der auch ängstlich einen Ich-Bezug herstellt. Da sind wir jetzt beim Ich, wo keiner da ist. Ja? Also wenn einer sagt, wer hat schon wieder das Fenster offen gemacht, hört der Perfektionist einen Vorwurf heraus. Also so, du hast das Fenster nicht offen aufgemacht oder zu oder was auch immer. Also dieser Ich-Bezogen. Und das ist das, was schädlich ist. Und ich glaube, dass Menschen das schon irgendwie spüren, dass das Ich eine schwere Last ist. Wobei das Faszinierende an diesem, und deswegen finde ich die Frage so gut, weil das Faszinierende ist daran, dass die meisten Perfektionisten, die ich klinisch kennengelernt habe und die auf dieser Couch gesessen sind, und das sind wahrscheinlich ein paar Tausend oder vielleicht oder annähernd da, aber viele jedenfalls, durch die Bank glaubten, sie sind total selbstlose Menschen, denen es nur um die anderen geht. Falsch. Es geht dir nur um die anderen, weil du möchtest sie befriedigen, weil du dadurch gelobt wirst oder Wertschätzung bekommst. Also es geht dir, das ist mitnichten eine Selbstlosigkeit, sondern es ist zu viel Ich da. Und das ist das Dilemma vom Perfektionisten, dass sie oft in der Therapie gesagt bekommen, du musst mehr an dich denken. Das ist natürlich der totale Killer. Also dieses, wenn jemand, der schon ängstlich um sich selbst kreist, gesagt bekommt, jetzt musst du dich einmal um dich selbst kümmern und du musst mehr an dich selbst denken, dann denkt er nur noch an sich selbst. Weil er versucht ja den anderen zu gefallen, nicht aus Selbstlosigkeit, aus wahrer, edler und echter Selbstlosigkeit, sondern damit er was zurückbekommt. Das heißt, alle seine Handlungen sind, und das müssen wir einen neuen Begriff einführen, extrinsisch motiviert. Das heißt, ich mache nicht etwas, weil ich glaube, dass es richtig ist, das zu machen, sondern ich mache etwas, damit ich dann von wem anderen Lob bekomme. Das gibt es in der Religion, das gibt es in der Politik, das gibt es überall. Nicht? Also diese extrinsische Motivation, wo es nicht nur um die Sache geht. Und ich glaube sogar, dass in der heutigen Zeit die extrinsischen Motive die Überhand genommen haben. Ich hatte jetzt vor kurzem Gelegenheit oder das Glück oder Pech, in einer Fernsehdiskussion zu sein. Und die Dame rechts von mir, die war vollkommen frei von der Frage, was ist wahr, sondern nur, was muss ich jetzt sagen, um gut anzukommen. Ich war richtig sprachlos. Ich bin neben der gesessen und so, das gibt es doch nicht. Die war noch relativ jung und ich dachte mir, ist das jetzt? Das ist die neue Art zu denken. Das war für mich das erste Mal so richtig greifbar. Ich meine, das gibt schon lang, aber es war für mich so richtig greifbar, dass die Frage, was es war, überhaupt nicht interessiert hat, sondern nur, was muss ich jetzt sagen, damit ich gut ankomme. Solche Leute kommen meistens eh nicht gut an oder nicht lang gut an, weil man das natürlich spürt. Und deswegen kommen natürlich die echten, authentischen umso mehr an, weil sie intrinsisch sind. Aber nicht der Extrinsische möchte halt gerne als intrinsisch wahrgenommen werden, was die ganze Sache kompliziert macht.
Aber am Ende des Tages ist dieses Leiden am Ich, das ist ein Schlüssel. Und jetzt Ihre Frage, wie kann man das wahrnehmen? Oft braucht es eben so eine Art Aha-Erlebnis oder ein Erweckungserlebnis. Ja, oft ist es ein Gespräch ja, mit einem erfahrenen Therapeuten oder auch einem Freund oder eben einem irgendwem, der sagt, vielleicht ist das auch zu viel vom Ich. Also wenn mir einer sagt, egal wer, die Arbeit, das mache ich nur für mich, dann sage ich, schade. Und wenn der intelligent ist oder interessiert oder offen, dann sagt er, wieso schade, dann kann ich es ihm erklären. Wenn er nichts sagt, sage ich auch nichts. Aber wenn einer mir sagt, Arbeit mache ich nur für mich, sage ich mir, schade. Warum schade? Weil Arbeit macht man, weil sie sinnvoll ist, als Dienst für die Gesellschaft. Man macht es nicht für sich. Natürlich hat man auch was davon. Normalerweise einen Verdienst, oder? Aber, und das ist dann gerecht. Aber wenn die Arbeit nur noch dafür da ist, dass ich gelobt werde, dann ist man nämlich abhängig vom Lob der anderen, vom Lob des Chefs, und dann macht man halt, das sind die Burnout-Patienten. Und vielleicht um eine Sache zu unterstreichen, weil Sie haben gerade ein paar extrem wichtige Sachen aus meiner Sicht gesagt, die ich gerne unterstreichen würde. Also wo Sie gesagt haben, die meisten Perfektionisten glauben, sie sind zu viel für die anderen da. Ja. Vielleicht wollen wir das an einem Beispiel festmachen, weil dann kann man sich vielleicht noch mehr darunter vorstellen. Wenn man zum Beispiel sagt, ein guter Freund von einem hat Beziehungsprobleme, hat sich mit seiner Freundin getrennt, dem geht es gerade schlecht und man redet mit ihm jetzt schon seit 1-2 Stunden, weil es ihm nicht gut geht. Die eigene Frau hat gesagt, um 7, 8 am Abend gibt es Essen und dann bleibt man noch 3 Stunden sitzen. Yes. Ja. Und dann bleibt man noch 3 Stunden sitzen mit dem Freund, weil man muss ihm ja helfen. Und ich glaube, oft in diesen Fällen ist ja das genau sowas dann, wo man dann sagt, ich muss jetzt der beste Freund sein, aber in der Wichtigkeitspyramide ist ja die Ehefrau also das Zweite unter Gott oder unter dem göttlichen Prinzip. Richtig. Und dann geht das halt einfach nicht, dass man dann sagt, ich tue mich jetzt noch 5 Stunden um den Freund kümmern, weil das hat auch das Maß dann verloren. Und ich glaube, bei Perfektionisten sieht man auch oft, dass das eben nichts mehr mit Maß zu tun hat. Zu viel Arbeit, zu viel sich um den Freund kümmern und... Es ist maßlos, nicht der Perfektionist, wenn er merkt, er kriegt das Wertschätzung, dann gibt er immer mehr und mehr Wertschätzung bekommen und verliert die Ordnung, so wie Sie sagen. Weil die Frau kann gar nicht so viel Wertschätzung aufbringen wie ein Fremder, weil ich kriege ja dann von vielen Fremden Wertschätzung, aber von der Frau eben. Und deswegen ist das ein sehr gutes Beispiel. Und das Seltsame daran, was ich auch immer wieder sehe, oder kommt mir zumindest so vor, vielleicht sehen Sie das anders, ist, dass Perfektionisten oft alle besser behandeln, als wie die eigene Frau oder Leute, die einem wirklich nahe stehen, weil sie überall perfekt ankommen wollen. Ja. Und dann in der Familie ist das Ganze irgendwie wieder ein bisschen fallen gelassen. Oder ja, weil da haben sie eh schon das Gesicht verloren. Da ist dann fast schon wieder so verdrängte oder beratungsresistente Männlichkeit. Also Perfektionismus ist ja eine Maske. Das ist ja nicht echt. Und diese Maske so aufzuhaben, ist ja sehr anstrengend. Das heißt, die nehmen dann oft die Maske ab zu Hause und sind dann ganz wie andere. Ja. Deswegen ist es auch ein Kriterium. Ich sage meinen Patienten manchmal, wissen Sie, wenn Sie verschiedene Gesichter haben, Sie sind derjenige, der Sie zu Hause sind. Mit Ihren Frauen, mit Ihrer Kinder, das sind Sie wirklich. Und das, was Sie sonst spielen, das ist Maske. Und, das ist sehr gut. Und der gesunde oder der freie Mensch, ich nenne das, weil Perfektionismus ist eine Unfreiheit, aber der freie Mensch ist überall dasselbe. Ich meine, das heißt nicht, dass er sich überall bis zur Unterhose auszieht, aber er ist überall dieselbe Person. Also er spielt kein Spiel, sondern er ist er. Das ist halt auch manchmal vielleicht ein bisschen grob oder eckig, aber er ist eben echt authentisch. Aber er ist überall dasselbe, er ist aus einem Guss und ist halt nicht so spielt keine Rollen. Er hat keine Angst anzuecken, wenn man es richtig macht, so quasi, meinen Sie auch. Also nicht, dass man gezielt aneckt, aber er wird sich um jeden Preis vermeiden. Genau, das gibt eine gewisse Authentizität. Anecken an und für sich, also ist schon schön, wenn man es vermeiden kann, aber manchmal kann man es halt nicht vermeiden. Und dieses um jeden Preis, wie Sie sagen, das ist das Kriterium. Nicht? Der Perfektionist möchte gefallen um jeden Preis. Aber natürlich möchte er möglichst vielen gefallen und deswegen ist ihm der Einzelne dann auch wieder manchmal wurscht. Ne? Weil er möchte vielen gefallen, ist der Einzelne wurscht. Ne? Während der ideale Mensch, nennen wir ihn mal so, oder der tugendhafte Mensch,
der schaut auf die Sache. Also der versucht, die Sache richtig zu machen. Auch wenn er dann Buhrufe bekommt, weiß er, dass er das Richtige ist. Und das Interessante ist, dass diese Menschen sehr oft irgendwann einmal eine Hochachtung sich erarbeiten von den Buhrufern. Weil die merken, was der sagt, das gilt. Sein Wort wiegt sozusagen das volle Gewicht und das ist kein Bluff. Wir könnten auch sagen, ich glaube, das liegt ist nicht so weit daneben, dass wir sagen, in der heutigen Zeit hat das Kreisen um sich selbst relativ stark zugenommen, oder? Durch Social Media, Zeitgeist, Esoterik vielleicht in gewisser Hinsicht. Also das ist jetzt zum Beispiel meine Ansicht der Dinge, dass viele Leute, die in gewisse Arten der Esoterik reinkippen, ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, aber dass teilweise diese Selbstreflexion im Sinne von Selbstempathie, die fragen sich halt immer, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade und alles ist nur noch Gefühle und Gefühle und Gefühle. Und mir kommt vor, dass das auch sehr gefährlich ist. Also, dass man in der heutigen Zeit durch Social Media mehr um sich selber kreist, durch diesen Erfolgsdruck. Ich würde sagen, in unserer Generation, also in meiner Generation zum Beispiel, ist ja dieser Über-Ich-Auftrag von der Gesellschaft erfolgreich werden, würde ich jetzt mal behaupten, oder sowas in die Richtung zumindest. Also, meine Frage an Sie ist vielleicht, würden Sie das beobachten, dass dieses Kreis um sich selbst immer mehr zunimmt? Ich meine, Sie haben es zum Beginn eigentlich eh schon dem zugestimmt, oder? Also nein, aber das ist da gibt es sehr spannende Hintergründe zu dieser Frage. Also ja, es nimmt zu und die Frage ist ja, warum nimmt es zu? Genau. Einerseits Social Media, zweifellos und Selfies und Möglichkeiten und alles Mögliche, wobei ich würde sagen, der Markt reagiert auf Bedürfnisse und die Selfies sind ja eine Folge von unserer Selbstverliebtheit und nicht die Selbstverliebtheit, die Folge, dass wir jetzt Selfies machen können. Weil wenn wir nicht so wären, dann würde es diese Funktion möglicherweise gar nicht geben oder keiner würde sie nützen. Also das hat schon auch was mit uns zu tun. Aber ich glaube, warum wir so sehr um uns selbst kreisen, ist, weil wir eine Gesellschaft sind, die Gott verloren haben. Also ich meine, wenn wir jetzt geschichtlich denken, was ja viele gar nicht mehr können, aber wenn wir die Jahrhunderte vergleichen miteinander, dann haben wir in einem Ausmaß, also jetzt im Westen, in Europa sagen wir mal, also um das ein bisschen zu begrenzen, oder in Mitteleuropa, in einem Maß Religion und Selbsttranszendenz verloren, wie es noch nie da war. Ich meine, unter den Nazis mal kurz und unter den Kommunisten auch, deren Ziel war wirklich die Ausrottung der Religion von diesen beiden unmenschlichen Regimen. Aber das gelingt jetzt mehr und mehr. Es gibt junge Menschen, die ohne jeglichen Bezug zu einem göttlichen Prinzip aufwachsen. Und interessant, dass Sie da die Esoterik erwähnen. Das ist ein sehr heikles Thema, die ist natürlich auch sehr uneinheitlich und da gibt es verschiedene Facetten, aber was bei Esoterik sehr häufig beobachtet, ich bin jetzt kein Experte für Esoterik, aber was ich von weit außen beobachte, ist eben auch dieses Kreisen um sich selbst und auch dieses gnostische Element. Die Gnosis ist eine uralte Irrlehre, der christliche Irrlehre, also mehr Irrlehre als christlich. Und die Gnostiker sagten, Gnosis heißt Wissen. Ja? Das ist ein Wissen, das nur ich habe. Ja? Also das ist ein ich-zentriertes Wissen, die Gnostiker. Und die Esoterik ist sowas nicht. Also die haben heilende Steine oder schwingende oder was auch immer. Aber das wissen nur sie. Ja? Und das, glaube ich, macht so eine Gefangenschaft im Ich. Und insofern glaube ich, dass sie da recht haben, wobei ich eher sagen würde, dieser Verlust der echten Transzendenz macht halt dieses Bedürfnis nach so einer Pseudotranszendenz, weil die Esoterik fühlt sich ja spirituell. Das ist ja nicht kein knallharter Atheismus, sondern das ist halt so irgendwas Diffuses dazwischen. Die fühlt sich ja sogar transzendent, aber ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist es halt nicht wirklich, weil am Ende geht es halt um mich und um die Selbsterlösung. Aber das Wort Selbsterlösung ist bei der Esoterik schon ein zentraler Begriff. Und der Satz, den man von, also wie Sie sagen, aus Esoterik gibt es ja ganz viele Sachen. Da gibt es ja Astrologie, Numerologie, Channeling, was auch immer alles. Ja. Das Lustige ist ja, dass da viele, oder lustig ist es nicht, aber da sind ja sehr viele von diesen Praktiken ja auch schon mit Studien eigentlich widerlegt worden. Ich habe da auch ein Video darüber gemacht, was vielleicht auf dem RBB-Channel auch kommt, über Esoterik.
Aber was ich immer wieder höre von vielen Esoterikern ist der Satz, ich muss mich jetzt mal um mich kümmern. Ich muss, also zu Beginn in der Früh muss ich jetzt mal meditieren und dann muss ich noch mehr um mich und ich muss mich jetzt noch mehr um mich. Und ich finde, das ist irgendwie die Gegenthese zu dem, was wir jetzt gerade reden. Also das ist ja dann eigentlich das Kreisen um sich selbst. Oder wenn eine Mutter oder ein Vater zum Beispiel, der sich gerade um die Kinder eigentlich kümmern sollte oder um Ehepartner, Ehefrau oder um was auch immer, und der dann sagt, ich muss mich jetzt mal um mich kümmern. Das ist ja genau das, gut, auch dieser, so ein Kreisen also um sich selbst, diesen oder? Diesen Begriff höre ich sehr häufig, ich muss mich um mich kümmern und ich würde den jetzt einmal nicht mit Esoterik in Zusammenhang bringen, aber ich weiß wirklich wenig über Esoterik, da bin ich echt kein Experte. Das, wie gesagt, das beobachte ich nur von sehr weit, weil das hat mit mir, also ich bin Wissenschaftler und beschäftige mich mit Spiritualität, das hat damit einfach gar nichts zu tun. Das ist ganz weit weg. Aber dieser Satz, der kommt mir häufig unter, nämlich ich muss mich um mich kümmern. Und das ist ein sehr problematischer Satz tatsächlich, der sehr häufig eben auch falsch ist. Manchmal ist er auch richtig oder meint das Richtige, weil natürlich müssen wir aufpassen, dass wir sozusagen nicht zu viel des Guten machen, weil es dann auch nicht mehr gut ist. Nicht? Das ist das Maß. Nicht? Das Maß heißt, ich helfe dir, aber ich helfe dir nicht so sehr, dass ich in Probleme komme, weil ich kann dir nur helfen, wenn ich sicher am Ufer stehe. Nicht? Also das richtige Maß, also wer das Maß verliert, der ist dann auch am Ende verloren. Und so könnte man es auch wohlwollend deuten, ich muss mich um mich kümmern. Aber im Grunde ist das, ich muss mich um mich kümmern, meistens eine Rücksichtslosigkeit, wo man sagt, okay, da gibt's andere brauchen was, aber das ist mir jetzt einmal wurscht, sondern ich schaue mal, dass es mir um mich geht. Und wirklich toxisch wird das, wenn man sagt, ich kann ja erst den anderen lieben, wenn ich vorher mich selber liebe. Also dieses Konzept der Selbstliebe, das über allen anderen steht, halte ich für höchst problematisch, weil das eigentlich nur die Narzissten und manchmal die Perfektionisten, aber hauptsächlich diese Narzissten und egozentrischen Menschen, das ist nicht genau dasselbe, von sich geben und damit aber Beziehungen schwer schädigen. Weil in einer Beziehung ist man ja immer im Wir und schaut auf das Du und durch das Du wird man zum Ich, nicht Martin Buber, das ist wahrscheinlich der schönste Satz, den er uns hinterlassen hat, dieser jüdische Philosoph, den ich sehr verehre, am Du wird der Mensch zum Ich, das ist wahr. Er wird eben nicht zum Ich, wenn er sich einmal um sich selbst kümmert. Das würde er, also diesen Satz würde er nicht unterschreiben. Aber wie gesagt, wenn man wirklich sehr wohlwollend ist, dann kann man auch irgendwie richtig verstehen. Aber meistens wird er falsch gelegt. Vielleicht zu Ihrem Satz, zum letzten Satz gerade von Martin Buber, Du wird der Mensch zum Ich, passt, finde ich, auch Frankl ganz gut, nämlich ganz wird der Mensch, wenn er sich selbst vergisst, glaube ich, oder irgendwie so geht das Zitat, oder so in die Richtung? Ja, genau. Das Buch habe ich jetzt übrigens gelesen, wie ich nach Österreich geflogen bin, das Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Unglaubliches Buch. Toll, ja. Jedenfalls, Sie haben gesagt, oft meint der Mensch ja das Richtige, er muss sich jetzt mal um sich selber kümmern, weil ihm geht es jetzt gerade nicht gut oder was auch immer. Ich würde das aber auch so sehen wie Sie, dass das dann irgendwie nicht das Richtige ist, was sie dann machen, weil es oft rücksichtslos ist oder weil das Kümmern um sich selbst ja dann oft dazu führt, dass man noch mehr, wie gesagt, selbstempathisch um sich selber kreist und dann eigentlich das Problem eigentlich oft gar nicht löst. Weil wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist und die Partnerin ist nicht zufrieden, weil man halt der Partnerin viel zu wenig Liebe oder viel zu wenig Aufmerksamkeit gibt und dann kümmere ich mich noch mehr um mich selber, dann wird die noch unzufriedener wahrscheinlich oder fühlt sich noch weniger geliebt, kritisiert mich vielleicht noch mehr und das geht dann eigentlich immer noch mehr in die falsche Richtung. Also ich finde das oft, wenn Leute sagen, ich muss mich jetzt noch mehr um mich selber kümmern, wäre gar nicht oft das Richtige, sich mehr um die andere Person zu kümmern oder zumindest aufhören, um sich selbst zu kreisen und vielleicht sich eine Berufung zu suchen, seine Energie für was Sinnvolles einzusetzen. Weil ich finde, oft kann man so eine Depression wenn es einem nicht so gut geht, besser damit lösen, wenn man seinen Fokus auf was anderes richtet und nicht auf sich selber. Würden Sie dem zustimmen? Oder wissen Sie, was ich ungefähr sagen will? Ja, also da würde ich gerne noch ein bisschen entfalten, weil
der Begriff auch Zeit für dich oder etwas für dich, der wird so, das ist so allgegenwärtig, dass man so verschiedene Sachen dafür verwendet. Also meine Frau macht ja kein Geheimnis daraus, dass sie religiös ist und dass sie sich auch manchmal zurückzieht und betet. Und dann sagen ihre Freunde, na gut, das ist die Zeit für dich. Jetzt kann man sagen, ja, das ist die Zeit für sie, aber in Wirklichkeit ist es, also es ist auch Zeit für sie, weil davon profitiert sie sehr, aber das ist eine Zeit, wo sie einfach mit ihrem Gott sozusagen kommuniziert. Also da ist sie ja das, was Martin Buber das große Du meint, nicht? Also da ist sie auch in einem Du, nicht? Aber trotzdem ist es irgendwie für sie und insofern kann man sagen, natürlich gibt es Zeiten, wo man regenerieren muss, wo man sich erholen muss, gerade als Psychiater kann ich Ihnen sagen, aber wahrscheinlich ist es bei Ihnen nicht anders. Ich kann nur wirklich gut dienen, wenn ich auch erholt bin, also wenn es mir gut geht. Also wenn ich aus dem letzten Loch schnaub, dann kann ich auch niemandem mehr helfen. Dann kommt der Erste und sagt, ich bin depressiv. Und sagt, was glauben Sie, wie es mir geht? Also sage ich natürlich nicht. Und Gott sei Dank habe ich auch ein Glück, dass ich eine sehr robuste Natur habe. Und auch Psyche, also mir geht es meistens sehr gut. Gott sei Dank, aber ich muss schon darauf achten, dass es mir gut geht. Aber jetzt nicht als Selbstzweck und als Endzweck, sondern damit ich auch ein nützliches Instrument bin, um dieser Gesellschaft und den Menschen zu dienen in meiner Funktion. Und auch, damit ich ein guter Ehemann bin und ein guter Vater, muss ich schauen, dass ich nicht zu genervt nach Hause komme. Ich mache das zum Beispiel durch Radlfahren. Ich treffe mich regelmäßig mit Freunden und wir tun da so ein bisschen philosophieren. Und jeder bringt manchmal was mit und ich war dran und habe halt was mitgebracht. Und das war so eine riesen Box, die meine Frau hergerichtet hat. Und dann gesagt, dann nimmst du das Auto und so weiter. Und dann gehe ich schon zum Auto und sage, dann mache ich nicht. Dann bin ich zum Lastenrad gegangen, habe das hineingeschoben und bin mit dem Lastenrad dorthin gefahren. Die Bierkisten haben dann so gescheppert und habe gehofft, dass das da nicht bricht. Aber das war herrlich, weil ich hatte den ganzen Tag Patienten und dann bin ich halt die 20 Minuten am Rad gefahren und ich war frisch. Also mir gibt das viel. Natürlich auch Gebet zum Beispiel ist eine Form von Regeneration. Also ich will schon, also das, was, wenn Menschen sagen, ich brauche Zeit für mich, ist das nicht immer schlecht. Ich glaube nur, es ist falsch formuliert. Sondern die Frage ist, ist das ich der letzte Zweck? Oder ist es eine Einordnung, das Ganze? Also ist es geordnet oder ist es ungeordnet? Also früher in der Philosophie und Theologie hat man sehr häufig von geordneten und ungeordneten Bedürfnissen gesprochen. Davon spricht man leider viel zu wenig, aber das ist wahnsinnig wichtig, ja, weil eben die ungeordnete Liebe zum Beispiel zu den Geschöpfen oder zu den Dingen, das ist ein Riesenproblem, weil die Ordnung fehlt. Also ich glaube, ein Schlüsselbegriff ist die richtige Ordnung zu haben. Und dazu brauche ich eben diese vier Kardinaltugenden, die mich eigentlich schon sehr, sehr lang fasziniert. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Nicht? Das Maß, das eben die Mitte ist zwischen zu viel und zu wenig. Die Tapferkeit, die Angst überwindet. Die Klugheit, die die Dinge richtig einschätzt. Und die Gerechtigkeit, die jedem das Seine gibt. Nicht? Also wo einfach alle Menschen, also wo man sich nicht mehr nimmt als dem anderen. Und jedem das Seine heißt nicht jedem gleich viel, ist kein Kommunismus, sondern eben gerecht. Und das, aber gut, das führt zu weit, aber das ist schon bei den Kindern so, nicht? Also ich habe ja 5 Kinder und es ist faszinierend, wie die Kleinen schon sagen, das ist ungerecht oder das ist gerecht oder das durften wir auch nicht. Also die Gerechtigkeit, die haben wir ganz tief drinnen, das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und deswegen sage ich, prinzipiell ja, also das Ich im Vordergrund ist ein Riesenproblem und das ist die, wie soll ich sagen, das ist nicht natürlich, aber das ist unsere Schlagseite. Also das ist die Schwäche des Menschen, ist, dass er mehr an sich denkt als an das Du. Und zwar ungeordnet. Das ist der Schlüssel, ungeordnet. Aber es gibt auch eine geordnete Selbstliebe. Geordnete Selbstliebe heißt, ich muss mich, also es schadet mir, wenn ich was Böses tue. Ja, es ist besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Das schadet mir und nicht, also ich, ich,
es ist gut, das Richtige zu tun und ich lasse mich nicht verführen, das Falsche zu tun. Das ist eine gesunde Selbstliebe. Aber gesunde Selbstliebe ist kein warmes Bad sich einlassen. Das ist, also kann auch einmal richtig sein. Und manchmal macht man sich auch ein warmes Bad, aber das ist jetzt nicht im Vordergrund. Und zwar nicht rücksichtslos, nicht deswegen. Ich glaube, um sich selbst kümmern und alle anderen vergessen, sozusagen das Umfeld und die Ordnung außer Kraft setzen, das ist das Problem. Genau, ich glaube, das stört mich nämlich so, weil das sehe ich bei Kunden und auch den Fehler habe auch ich in meinem eigenen Leben gemacht, dieses, ich muss mich um mich selber kümmern, wird dann oft zu einer sehr rücksichtslosen, oft auch sinnlosen Art. Also ich sehe das dann oft, dass Leute dann eben in diesen Grübelzwang geraten, wo sie dann Zeit für sich brauchen, ganzen Tag nur grübeln, der Stress wird immer mehr, die Probleme gehen aber nicht weg. Und dann ist es ja sinnlos eigentlich. Also bei vielen von denen ist das ein Fass ohne Boden. Die versuchen dann, sich selbst zu befriedigen, ja, das sage ich jetzt provokant, absichtlich so, und dann sind sie aber nicht zufrieden und dann suchen sie immer mehr Befriedigung und dann überlegen sie sich, was muss mir jetzt gut tun, und also die kommen dann richtig in einen Freizeitstress oder einen Erholungsstress, weil sie aus der Ordnung geraten sind. Und das Interessante daraus ist, ich weiß nicht, ob das in Ihrem Buch war oder ob ich das woanders gelesen habe, aber die Stressresistenz geht dann ja auch immer weiter nach unten, wenn man sich den ganzen Tag nur dann quasi irgendwie selber befriedigt und dann werden ja kleine Arbeiten oder sogar, wie Sie vorher gesagt haben, der Freiheitsstress, wenn man sich dann mit drei Freunden trifft, wird das ja fast schon unaushaltbar. Ich glaube, Sie haben in Ihrem Buch ein Beispiel gebracht von irgendeinem Offizier, der eigentlich den ganzen Tag nichts zu tun hatte oder wenig und dann musste auf einmal 20 Schlüssel aufhängen und das war der absolute Wahnsinn. Und ich sehe dieses Phänomen teilweise. Das habe ich erlebt beim Bundesamt. Ah, Sie haben das selber erlebt, genau, so war das. Ja. Aber ich sehe dieses. Das habe ich nicht erfunden, das habe ich erlebt. Genau, so war das. Aber ich sehe dieses Phänomen auch bei mir, bei sehr reichen Kryptomillionären zum Beispiel, die was eben dann nicht, also schon sehr viel dafür getan haben, aber die haben das dann auch oft, dass da keine Stressresistenz gibt, weil dann alles gleich mal sehr hart. Nichts tun, die Beine. Genau, genau. Ja. Also die Geschichte geht so, dass wir. Beim Bundesheer, ich war schon fertig als Arzt und wir wurden halt dann eingezogen. Und das war eine Ärztekompanie, wir waren 20 Leute und wir wurden halt dann abgezogen von Bruck an der Mur oder was auch immer, nach Graz. Und da kamen wir halt alle zusammen zu eben diesem Unteroffizier, der die Schlüssel einsammelt. Und dann standen wir halt alle vor ihm und haben den Schlüssel gegeben. Und dann hat er vor lauter Ärzten gesagt, boah, so viele Schlüssel, so ein Stress, das heute kam aus. Und wir waren alle, also wir waren so betroffen. Ich meine, wir kamen frisch vom Krankenhaus mit Nachtdiensten, mit damals noch 50-Stunden-Diensten und nicht schlafen. Ist überfordert von 20 Schlüsseln, die er aufhängen muss. Das war, also dann habe ich verstanden, je weniger der Mensch macht, umso mehr stresst ihn, was er dann macht. Also das haben Sie sehr Aufmerksamkeit wahrgenommen, aber ich glaube, ich habe es nicht geschrieben, sondern in einem Video gesagt, aber jedenfalls die Story stimmt. Ja. Das ist wie ein Muskel, also je weniger man macht, umso anstrengender ist halt das, was man dann macht. Und bei Kryptomillionären kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Ich habe auch einige schon kennengelernt und tatsächlich, ich meine, die müssen halt nicht viel tun. Ne? Aber das Kreisen um sich selbst ist, finde ich, auf so vielen Ebenen dramatisch, weil wir kümmern uns zum Beispiel auch um Athleten, also um Athleten, um Sportler, und wenn die jetzt lange laufen und sie haben das Gefühl, sie können nicht mehr, dann ist es einfach sehr sinnvoll, wenn die einfach an was anderes denken und nicht dran denken, wie viel Schmerzen sie jetzt gerade wo haben, sondern das einfach ausblenden und den Fokus einfach auf was anderes lenken zum Beispiel. Ja. Also ich würde einfach sagen, oft, wenn Leute zu viel um sich selbst kreisen, ist einfach die Selbsttranszendenz oder eine Berufung finden und irgendwie den Fokus auf was ganz anderes lenken, oft die Lösung, oder? Kann man das vielleicht so sagen? Weil dann geht endlich mal der Fokus von einem selber weg. Ich kann Ihnen vielleicht zwei Beispiele geben von Kunden, die was immer sagen, boah, wenn du das wäre, wenn du das wäre, und immer wenn man mit ihnen redet, also so Hypochonder-mäßig in die Richtung vielleicht, jetzt tut mir das weh, jetzt tut mir das weh, das ist eigentlich immer Hauptthema, was jetzt schon wieder weh tut. Also dieses ständige Kreisen um sich selbst in dieser Hinsicht dann. Also das hat Verbitterung, Hypochondrie, das sind ja alles Arten von um sich selbst kreisen. Naja, da ist auch die Selbstbeobachtung. Also je mehr ich auf mein Knie beobachte oder was gerade juckt, umso mehr tut das halt weh. Genau, und ich glaube, ich bin so ein Gegner von diesem sich selbst kreisen, weil ich das selber auch viel gemacht habe und einfach gemerkt habe, dass das, ich finde den Satz von Frankl, den wir gerade vorher besprochen haben, dieses sich selbst vergisst, einfach sowas Schönes, wenn man einfach wirklich
eine Berufung findet, was Sinnvolles macht, das aufs schöne, wahre, Gute richtet und dann wirklich von sich selber wegkommt. Schon was Sinnvolles machen und sich um sich selbst kümmern, wie Sie das gesagt haben, zu Freunden fahren, ein Bier trinken mal oder ihre Frau, die in die Kirche geht, das macht ja Sinn, aber das um sich selbst kümmern, wo man dann sich ein Bad einlässt und sich um seine eigenen Gedanken dreht oder die Familie ignoriert, wenn man das sich ist ja ein Problem. Bad einlässt und sagt, das brauche ich jetzt, also ich brauche das jetzt, dann stresst man sich schon zu sehr und dann beobachtet man, ob es einem jetzt eh schon besser geht. Ja genau, und das würde ich so gerne rausarbeiten, gerade in dem Gespräch, dass die Leute, die sich das anschauen, verstehen, was ist Gutes um sich selbst kümmern und was ist Schlechtes um sich selbst kreisen. Weil ich glaube, den Unterschied festzulegen, das anders zu machen und seine Energie woanders hinzuleiten, soll das nicht zu esoterisch klingen, aber das ist die Lösung auch für das Problem. Aber vielleicht ist es schon gut. Ich finde, das ist schon sehr gut gesagt. Also bei den Hypochondern ist das Problem die Selbstbeobachtung. Je mehr man sich selbst beobachtet, das ist in der Medizin ein Klassiker, umso mehr entdeckt man auch an Krankheiten. Nicht? Und je mehr man untersucht, umso mehr sieht man halt auch pathologische Befunde. Nicht? Also wenn man alles ständig untersuchen lässt, dann gibt es halt irgendwo ein Problem und dann konzentriert man sich auf diese Zahlen und aus der Nummer kommt man halt dann nie mehr raus. Übrigens auch gesellschaftlich haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen, aber das nur so nebenbei. Aber der Hypochonder ist halt einer, der zu viel Aufmerksamkeit auf sich selber hat. Und was ich bei denen immer mache, wenn sie mir vertrauen, ist, dass ich sage, bis zunächst mal in 2 Wochen dürfen sie keinen Arzt konsultieren, außer Zahnärzt. Und ich meine, das klingt jetzt banal, weil das sage ich 30-Jährigen. Also jetzt vor kurzem auf dieser Bank 30-Jährigen. Und er hat gesagt, 2 Wochen schaffe ich nie. Sie sind 30. Also mit 30 habe ich, glaube ich, 15 Jahre lang keinen Arzt gesehen. Abgesehen von den Kollegen, die man sowieso sieht. Oder beim Psychiater. Oder, ja. Also außer Zahnärzte halt. Also, aber für den war das undenkbar. Dann haben wir gesagt, na gut, und dann treffen wir uns nächste Woche. Aber bis dahin kein Arzt. Dann kam der wieder und gesagt, ich habe es geschafft, aber die Versuchungen, die waren schon hart, weil mein Herz und so weiter, ich meine, ein 30-Jähriger, aber es ging ihm gut. Es ging ihm gut und er hat sich wirklich gut gefühlt, weil er nicht eben wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gelaufen ist. Und dann haben wir halt ausgemacht 2 Wochen und dann werden wir später halt mehr ausmachen. Aber der hat jetzt schon verstanden, okay, diese Zuseher-Gieren und Gaffen auf die eigenen Symptome machen die Symptome noch größer. Ne? Also das ist wahr, nicht? Also und das können wir jetzt anwenden auch auf die Selbstfürsorge. Nicht? Dieses Wort in sich ist schon so missverständlich, dass es meistens nur falsch verwendet wird aus meiner Sicht. Aber die richtige Selbstfürsorge wäre eben zu sagen, wann ist Gebet dran, wann ist Gespräch mit meiner Frau dran, wann ist Gespräch mit den Kindern dran. Das ist ja alles auch erholsam. Nicht? Das ist ja kein Stress. Ne? Wann ist gut, wenn ich auch Sport mache, nicht, damit mein Körper auch funktioniert. Also wie gesagt, ich tue Radfahren, das tut mir gut, aber dadurch bleibe ich auch irgendwie halbwegs fit. Ich meine, ich fahre jetzt nicht, ich fahre nicht wohin und dann zurück zu fahren, also einfach nur um des Fahrens willen, sondern ich fahre halt, wo ich hin muss, fahre ich halt alles mit dem Rad. Und das reicht ungefähr nicht. Also so diesen pro Tag hin und her und sozusagen kein Ziel vor Augen, das mache ich nicht. Das kann man auch machen, voll in Ordnung, aber das mache ich nicht. Aber halt die Wege, ich fahre halt jetzt dann mit dem Rad nach Hause, die fahre ich immer mit dem Rad. Und das reicht dann ungefähr, aber man muss halt auch, wie soll ich sagen, haushalten mit seinen Kräften. Aber da ist das Ich nicht unbedingt im Vordergrund. Das wollte ich gerade sagen, weil die Sachen, die Sie gerade aufzählt haben, wie Sie sich um sich selber kümmern, da war jetzt eigentlich gerade fast nichts dabei, wo jetzt Sie sagen würden, no, ich ziehe mich jetzt zurück und ich lasse jetzt mal alle anderen im Stich, sondern Sie haben gesagt, Sie würden mit Ihrer Frau reden, Sie würden mit den Kindern spielen, Sie würden in die Kirche gehen, Sie würden mit dem Rad wohin fahren. Das würden, glaube ich, die meisten Leute, die sagen, ich kümmere mich jetzt mal um mich selbst, gar nicht meinen, sondern die würden dann sagen, ich muss jetzt alleine in die Sauna gehen. Oder na, und die schauen vor allem in ihrem Bauchgefühl, worauf hätte ich es los? Und das ist eine Frage, die halt sehr irreführend ist, weil man halt auf erstens einmal wechseln die Lüste sehr schnell. Andererseits gibt es Lüste, wie wir alle wissen, die halt
mit den eigenen Werten nicht zu übereinstimmen oder die nicht sehr logisch sind. Also Kuchen essen oder nicht nützlich sind. Nicht? Also zu viel Kuchen essen oder halt zu viel Schnitzel essen bei hohem Cholesterin, das ist halt nicht sehr nützlich. Nicht? Also deswegen glaube ich, die richtige Ordnung, das ist schon das zentrale Element. Aber dieses Exzessive, zuerst muss es mir gut gehen. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Also das gebe ich Ihnen recht. Also und vielen meiner Patienten, die so um sich selbst kreisen, ängstlich, denen sage ich, tun Sie doch einfach, was jetzt zu tun ist. Also ich habe einen Studenten, der seit Jahren nicht studiert, weil er sagt, ich fange dann an zu studieren, wenn es mir gut geht. Dann sage ich, das ist falsch, es wird Ihnen gut gehen, wenn Sie studieren und wenn Sie aufhören, sich selbst zu beobachten. Und also aus der Nummer kommen wir schwer raus, weil der auch sehr stur ist und leider auch sehr reich. Damit kann er sich das leisten und kommt nicht raus. Aber die Lösung ist ganz klar, der soll sein Ding machen, also der soll seinen Dienst verrichten, der soll sich dort hinstellen, wo er notwendig ist, wo er sich dann auch als wertvoll erfährt und wo er auch beglückt wird dadurch, dass er nützlich ist. Also ich habe das erste Mal gearbeitet, da war ich 15 im Krankenhaus meines Vaters, das ist verjährt, also das darf ich schon sagen, als Pfleger, und ich habe wirklich die Böpsche gewaschen von den 55-jährigen Alkoholikern, die waren halt uralt für mich damals. Die waren von oben bis unten angemacht und ich habe die gewaschen, ich habe niederste Dienste gemacht und ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Das war so sinnvoll. Und mein Vater ist dann am Ende des Arbeitstages gekommen und gesagt, komm, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe noch, ich mache da noch mehr. Also ich habe, glaube ich, 70, 80, 90 Stunden in der Woche gearbeitet. Und ich weiß gar nicht, ob ich Geld verdiene, ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich habe ich auch was verdient, aber das ist in meiner Erinnerung gar nicht da, wie so diese alten Menschen, die ich, und das ist Sinn. Also ich habe da auch entschieden, Medizin zu studieren. Vorher wollte ich Jus studieren, wo und Politiker werden, aber dann habe ich gemerkt, boah, das macht mich einfach glücklich, aber das war ganz außerhalb von mir, und außerdem war die Tätigkeit in sich ja eigentlich nicht schön, weil einem erwachsenen Mann, den Kot runterzuwaschen, also schön war das nicht, aber es hatte die Dimension von Sinn, die ich vorher, ich meine, ich war ja fast noch ein Kind, die ich vorher eigentlich gar nicht so richtig erfasst habe, da bin ich meinen Eltern und besonders meinem Vater heute noch dankbar, dass ich das erfahren durfte. Ich glaube, das darf man heute gar nicht mehr mit 15, aber das war für mich ein extremes Erlebnis, das mich total geprägt hat. Und seither war mir klar, ich mache Medizin. Das ist einfach das und dieses Erlebnis, das wünsche ich vielen jungen Leuten. Aber auf sowas kommt man nicht, wenn man sagt, was brauche ich jetzt gerade? Also da wäre ich, glaube ich, eher Alkoholiker geworden oder weiß nicht was. Oder eben ein Junkie oder sonst irgendwas. Auf das wäre ich nicht gekommen. Weil es war mir nicht klar, dass das mich so glücklich machen würde. Und auf genau das wollte ich nämlich hinaus. Weil wir könnten ja da fast sagen, dass man, wenn man sagt, ich will mich jetzt mal um mich selbst kümmern, dass man, bevor man das macht, genauso wie Sie zum Patienten von Ihnen gesagt haben, gehen Sie jetzt mal eine Woche nicht zum Arzt, außer Zahnarzt, könnte man sagen, bevor Sie jetzt was für sich selber machen, machen Sie mal was für die Person, die Ihnen am wichtigsten ist. Oder suchen Sie einen Sinn und machen Sie das mal vor. Oder überprüfen Sie mal mit der Vernunft, was ist gerade das Richtige zu tun, und tun Sie das mal vorher. Ja. Weil auf das wollte ich vorher hinaus, dass dieses, mir geht schlecht, ich muss mich jetzt mal um mich kümmern. Also vielleicht liege ich jetzt falsch, aber ich würde in 99,9% der Fällen sagen, dass das nicht stimmt, sondern dass die mal was Selbsttranszendierendes machen sollen. Und wenn sie dann noch immer müde sind oder was auch immer, dann können sie ja noch immer was für sich tun. Aber sie müssen halt was Sinnvolles für sich tun. Also da könnte ich noch ergänzen, dass Väter, das habe ich auch erst lernen müssen. Ich bin ein Arbeitstier und ich arbeite wahnsinnig viel und ich fühle mich, also ich liebe das Arbeiten und ich würde wahrscheinlich auch ohne Verdienst arbeiten. Ich habe auch lang gratis therapiert, aber das geht halt jetzt nicht mehr, weil ich Kinder habe und das alles natürlich Geld kostet, aber und deswegen war es für mich gar nicht so leicht, jetzt mit Kindern zu spielen. Weil das ist so ein Vergnügen, kann ich mir das überhaupt leisten? Nicht? Das war emotional. Und meine Frau hat mir dann
gesagt, das ist eine hohe Leistung und das ist ganz wichtig. Und das, also die werden das auch im Kopf behalten. Und seither gehe ich immer wieder ganz bewusst, sagen wir mal eine Stunde, wenn ich Platz habe, ich bin ja hauptsächlich im Homeoffice, also hier bin ich ja nur zweimal pro Woche, da gehe ich dann eine Stunde rauf und spiele mit, wer gerade da ist und mache die glücklich, aber ich erhole mich dabei auch. Aber es ist nicht so, dass ich, also natürlich mache ich das gern, aber könnte mich auch mal hinlegen oder ein Buch lesen. Gut, Bücher lese ich ohnehin auch, aber dieses, die, also so wie Sie sagen, dieses sich schenken in einem sinnvollen Rahmen, nicht, also das eine gewisse Transzendenz hat, das ist oft das Bessere, als wenn man eben nach den Bauchgefühlen geht, was tut mir jetzt gerade gut oder was brauche ich jetzt? Weil der Bauch ist halt kein guter Ratgeber. Man könnte das jetzt vielleicht jetzt nicht nach technischen Definitionen richtig ausgedrückt, aber man könnte vielleicht sagen, Sie haben die Agape als Wert, also als Tugend ins Herz eingeschlossen und wenn Sie jemandem Ihre Liebe schenken, dann verstehen Sie das schon als etwas für sich selber tun und das gibt Ihnen extrem viel zurück. Weil eigentlich tun sie ja nichts für sich selber, sondern sie tun ja eigentlich was für den anderen, nämlich für ihre Kinder, für ihre Frau. Aber weil sie es richtig leben, gibt es auch ihnen viel zurück. Da ist die Frage also wieder, wie kann ein Vater das lernen? Es geht jetzt nicht um meine Person, sondern allgemein, diese Erfahrung haben sicher alle Väter gemacht, aber ein glückliches Kinderlachen, das ist, also ich meine sowas, ich glaube, wir Erwachsenen können gar nicht so glücklich sein. Das macht mich total glücklich. Also wenn ich wenn unser Kleinster, der ist jetzt 2, wenn der aufwacht und dann lauft er zum Papa und hüpft mir auf den Schoß und strahlt mich an, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das ist ja vollkommen irre. Das Kinderglück ist, glaube ich, für Eltern etwas extrem Beglückendes, wenn sie die Offenheit haben, das zuzulassen, weil oft sind die so verbohrt, eben durch Perfektionismus oder Narzissmus oder sonst was und können das gar nicht wahrnehmen. Dann sind die Kinder natürlich auch nicht glücklich. Aber diese Form von Glück, das ist schenkende Liebe, wie Sie sagen, Agape, schenkende Liebe im Vergleich zur bedürftigen Liebe, die schenkende Liebe, die, glaube ich, macht natürlich auch glücklich, aber nur, wenn das nicht das Ziel ist, weil dann ist sie keine schenkende Liebe. Also das ist das Paradoxon, das ist ja in der Glücksphilosophie so beeindruckend, dass man sagt, man kann das Glück nicht direkt intendieren, man kann nicht sagen, ich möchte glücklich werden, also mache ich das und das und dann bin ich glücklich, sondern man macht das Richtige und zurück kommt das Glück. Und in dem Fall ist die Kinder glücklich machen das. Und das macht nur dann glücklich, wenn man nicht die Absicht hat, glücklich zu sein, sondern wenn man sich selbst vergisst. Und sagt, boah, ich bin müde, ich habe jetzt ein paar Patienten gehabt, aber jetzt habe ich eine Stunde Zeit und lese vor, zum Beispiel das Vorlesen. Also Kinder vorlesen, das ist, ich habe das lang nicht verstanden. Ich bin damit aufgewachsen, mir wurde viel vorgelesen. Und ich habe das heute noch im Kopf, Hatschi, Pratschi, Luftballon und so. Und also tolle Sachen, ich glaube teilweise sind die Dinge schon verboten, aber es war toll. Aber jetzt merke ich erst, wie unsere Kinder danach gieren, dass wir ihnen was vorlesen. Das hat eine Beziehungsdimension, die habe ich früher überhaupt nicht verstanden. Die wollen dann auch immer Körperkontakt. Und das ist eine Form von Schenken. Das ist extrem, weil ich lese nicht gern dadurch, dass meine Stimme ja so schlecht ist. Aber dann sage ich, nein, das zahlt sich aus. Jetzt habe ich es manchmal durchs Filmen und dann zeige ich es den Kindern ein paar Mal. Aber es ist nicht dasselbe, das Original ist immer am besten, weil dann sitzen sie am Schoß und kuscheln und es ist schon schön, aber das macht man dann als Geschenk und insofern bin ich da ganz bei Ihnen. So ist es, also diese schenkende Liebe beglückt, aber nur dann, wenn das nicht das erste Ziel ist. Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ich würde gerne nur kurz darauf eingehen und dann können wir das Ganze zusammenfassen und in eine schöne Richtung leiten, aber ich würde das so betrachten, dass was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das Leben eines Vaters ist, der was seine Vater schafft oder dass sein Vaterdasein richtig lebt. Und ich würde das so beschreiben, dass Sie Vater sind aus dem Herzen heraus. Also wie es in der Weise des Herzens beschrieben ist, gute Werte ins Herzen aufnehmen, mit dem Kopf fragen, was ist richtig, was ist falsch, mit dem Herzen prüfen, was ist gut, was ist böse. Und dann machen Sie das Richtige und dadurch entsteht dann das Glück. Und ich glaube, dass der Unterschied zwischen guten Vätern und nicht so guten Vätern oder Vätern, die was noch viel lernen müssen, ist,
dass die eben noch zu viel im Bauch sind, zu viel im Eros. Die fragen, die überlegen dann nicht, was ist richtig, oder die haben auch keine Werte, wo sie sich selbstlos schenken wollen oder Selbstvergessenheit, da fehlt es an sehr vielen Werten. Und deswegen ist dann um sich selber kümmern, also das Schenken oder das Selbstvergessene, das gibt ihnen nicht wirklich viel. Darum ist es für sie auch so schwer zu tun. Und die sind dann viel mehr im Bauch, die müssen dann meditieren, in die Sauna gehen, sich betrinken, mit Freunden was machen. Für die ist dann alles, was irgendwie sich mit sich schenken zu tun hat, schwer. Also es ist mir nur so eingefallen, währenddessen sie das erzählt haben. Also ich glaube, ein guter Vater zu sein, heißt dann eigentlich, wie es in der Weise des Herzens beschrieben ist, nicht nur Bauchmensch sein, sondern auch den Kopf mit dem Herzen verbinden, gute Werte integrieren, und dann kann man erst ein guter Vater sein, weil dann das, was einen guten Vater ausmacht, das macht man dann mit Leichtigkeit. Weil dann wieder das gute Vatersein eigentlich zur Tugend, wo es für einen Bauchmenschen als Vater unglaublich schwierig ist, weil der schenkt dann sich seinen Kindern, aber es ist extrem anstrengend für ihn, das zu tun. Und für sie ist es nicht anstrengend. Das macht sie dann auch klein. Ich möchte mich jetzt nicht als guten Vater darstellen, aber Sie haben recht, dass der Vater, der sich bemüht, das Richtige zu tun, immer ist, das wird immer leichter, das Richtige. Und man sieht es auch mehr. Also jetzt habe ich natürlich überhaupt kein Sinnproblem mehr zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal rauf und lese denen eine Stunde ein Buch vor, sondern ganz im Gegenteil, ich sage, das war jetzt richtig sinnvoll. Aber das habe ich am Anfang nicht spüren können, sondern ich habe es mehr intellektuell verstanden, auch aufgrund des Hinweises meiner Frau, die leider, wenn sie mir was sagt, immer recht hat, aber das muss ich halt dann irgendwie auch verarbeiten, und es erweist sich dann als richtig, aber ich verinnerliche das dann, ich tue es dann und dann spüre ich es irgendwann auch. Also das ist ja, die Tugendlehre ist ja dann, irgendwann geht das dann auch in die Gefühle über. Und dann ist es leicht. Und das, glaube ich, können alle Väter berichten, dass sie das machen, dass es immer leichter wird, weil man sich eben an das Gute gewöhnt. Und das Gute macht ja auch frei, interessanterweise, und man kann dann auch freier manövrieren, und man sieht dann auch, was ist jetzt dran, weil ich meine, man liest vielleicht vor und drei hören zu, aber einer geht weg, und dann schaut man, was ist mit dem, ist der traurig oder ist der beleidigt, gab es da einen Streit und nicht. Also das Faszinierende ist, dass man in der Tugend so frei wird, während das Laster so unfrei macht, so eben, dann sieht man halt nicht den anderen, das Du, den leidenden Menschen nebenan, das sieht man alles nicht, weil man mit sich selber beschäftigt ist. Also das Laster macht den Menschen gefangen im Ich, während die Tugend ihn über sich hinweghebt. Was man da noch hinzufügen kann, ist, dass man das Laster mal als Laster erkennen muss, weil wenn jemand sagt, ich bin halt ein entspannter Typ und eigentlich ist er faul, dann wird das nie ändern können. Genau. Das finde ich auch eine sehr... sehr treffende Aussage. Aber vielleicht können wir das Ganze zusammenfassen und sagen, das Kreisen um sich selbst, weil genau das habe ich davor aufgeschrieben, man könnte sagen, man führt einfach eine Instanz davor ein und sagt, bevor ich mich um mich selber kümmere, das haben wir schon gesagt, kümmere ich mich jetzt mal um die anderen oder um das Richtige, weil viele Kunden von mir sind zum Beispiel Unternehmer und die leiden dann oft an Stress, Burnout, solchen Sachen, und oft entsteht der Stress, wenn man nicht das Richtige tut, weil man weiß, man sollte es eigentlich machen, der Körper schüttet immer mehr Stress aus oder was auch immer. Also sollten die mal das Richtige tun. Aber ich glaube, das haben wir gut genug zusammengefasst. Naja, bei den Unternehmern, ich habe ja viele Unternehmer als Patienten, die Unternehmer haben oft das Problem, dass wenn sie Perfektionisten sind, dass sie nicht delegieren können. Dass sie alles selber machen wollen. Und das ist auch eine Unordnung. Also sehr häufig geht ein Unternehmer glücklich raus, wenn ich ihm sage, nehmen Sie sich einen Sekretär, eine Sekretärin, die Ihnen das Handy abnimmt. Also ich kann mich erinnern, jetzt vor kurzem war da einer da, der hat gesagt, Sie haben ja vor 5 Jahren das Leben gerettet, weil Sie haben mir gesagt, ich soll eine Sekretärin nehmen. Der Mann ist steinreich, aber hat alles selber gemacht, alles mit dem Handy, alle Anrufe entgegengenommen, das ist völlig absurd. Natürlich hat er wichtige Kunden, aber er muss halt auch auf seine psychische Gesundheit achten. Also sehr, sehr viele sind in einer Unordnung, weil sie nicht abgeben können, weil sie nicht delegieren können, weil sie diese Fähigkeit nicht haben. Also die Ordnung ist zentral. Wir kommen immer wieder neu darauf zurück, auch unter verschiedenen Gesichtspunkten. Und dann vielleicht die Lösung zu diesen ganzen Themen. Ich habe Sie mal gefragt, Herr Dr. Bonelli, wie würden Sie Glück beschreiben? Wie fühlt sich Glück im Bauch an? Können Sie sich an das noch erinnern und Ihre Antwort? Nein, ich hoffe, es war gescheit. Es war eine sehr gescheite Antwort, weil Sie haben damals gesagt, wissen Sie was, die Frage,
Das ist eine lustige Frage. Wissen Sie, ich denke nicht mal so über dieses Thema nach. Was ich mache, ist, ich versuche zu überlegen, was ist das Richtige, und dann versuche ich, das Richtige zu tun. Und Glück ist dann ein Nebenprodukt daraus. Ihre Frage war, wann sind Sie glücklich? Oder? Also die Frage war, wie fühlt sich Glück im Bauch an? Also wie fühlt sich das an? Ist man 70% euphorisch? Ist man 20% neutral? Ist man 10% traurig? Und ich finde, da haben Sie sehr viel beantwortet, weil da geht es eben genau nicht darum, dass man versucht, den Bauch immer glücklich zu machen, indem dass man ihm gibt, was er gerade will, oder das vermeidet, was man vermeiden will, sondern man fragt sich, was ist das Richtige? Weil Sie werden sich auch nicht jeden Tag darauf freuen, dass Sie jetzt in der Früh aufstehen müssen und dann 8 Stunden arbeiten, aber Sie sagen einfach, ich mache jetzt das Richtige. Und dann, wenn Sie das Richtige machen, dann werden Sie glücklich. Und ich glaube, das wird noch ein schönes Thema zum Abschluss, dass man sagt, wie findet man seine Berufung, wie findet man einen Sinn im Leben, wie wird man selbst transzendierend und formuliert vielleicht seine Lebensziele auf eine selbst transzendierende Weise neu. Weil oft, wenn man sagt, ich will jetzt Millionär werden, ich will jetzt erfolgreich werden, wenn man das Gleiche versucht, selbst transzendierend zu formulieren, plötzlich zu fragen, was will ich eigentlich im Leben machen, was ist mein Sinn, kommt man zum gleichen Ergebnis. Man will das gleiche Ziel erreichen, nur anders. Nicht mehr für sich selbst, sondern man ist an der Sache irgendwie interessiert. Sie haben auch mal gesagt, das Einzige, was wirklich durchschnittlich an Ihnen ist, ist, dass Sie sich mit anderen vergleichen. Die richtig guten Menschen sind immer an der Sache interessiert. Elon Musk, Maria Theresa, wer auch immer, die sind immer an der Sache interessiert und nicht, dass sie was erreichen für sich selbst. Also es waren schon einige Sachen zusammengeworfen, aber die Frage ist, mache mal eine Feststellung, glücklich sein ist, eine Berufung zu haben, selbst transzendierend zu sein. Und die Frage ist, wie schafft man das? Wie findet man seine Berufung? Wie findet man seinen Sinn im Leben? Wie wird man selbst transzendierend? Wie kann man das Ganze vereinen? Weil das ist dann die Antwort auch auf das Kreisen um sich selbst. Dann hört man ja auch auf, um sich selbst zu kreisen. Dann kreist man um die Sache. Ich glaube, die große Frage ist einfach, bin ich mir selbst der Nächste oder bin ich bereit, in einen Dienst zu gehen? Ich meine, schon Alfred Adler, der wichtigste Freud-Schüler, hat ja formuliert, es ist eine Unterscheidung zwischen dem Geltungsstreben und dem Gemeinschaftsgefühl. Also besser kann man es nicht sagen. Geltungsstreben, ich muss der Größte sein, alle müssen mich sehen, alle müssen mich bewundern, / wertschätzen. Nicht, da sind wir jetzt bei den Nuancen. Aber auf jeden Fall, es geht darum, dass ich gelte. Und als Kontrapunkt dazu das Gemeinschaftsgefühl, wir gehören zusammen und ich bin bereit, in den Dienst zu stellen und ich mache das, was ich gut kann, und sei es Portier oder Bundeskanzler oder was auch immer, oder Lehrer oder Arzt oder Kanalarbeiter oder was auch immer. Und ich bin glücklich, wenn ich einen Handwerker finde, der sein Handwerk versteht, der wirklich was kann, der verlässlich kommt, der dann nicht das Doppelte oder das Dreifache verlangt. Ich bin glücklich mit solchen Menschen. Das ist ganz großartig. Also das ist mir viel lieber als ein Bundeskanzler, der seine Sachen nicht versteht. Also jeder, glaube ich, wird dort glücklich, wo wirklich sein Platz ist. Und der erste Weg dorthin ist einfach, dass ich weggehe von dem, was will, also was woran agiere ich. Also diese Trias, von der Viktor Frankl so viel gesprochen hat, von die Macht, das Geld und der Ruhm. Nicht? Also diese drei, die sind in sich leer. Also sie können nicht genug Geld haben und sagen, ich bin zufrieden. Ich kenne keinen Reichen, der sagt, ich bin zufrieden, wenn das seine höchste Priorität ist. Also niemand. Und wenn er die Million hat, dann will er 10 Millionen und dann will er 100 und so weiter. Also das ist. Ich hatte vor kurzem einen Patienten, der war wirklich sehr unglücklich, weil seine Immobilien sind von 800 Millionen auf 500 Millionen abgestuft worden. Aber es sind dieselben Immobilien und da war er unglücklich. Da brauchte er einen Psychiater. Also jetzt ein bisschen vereinfacht, aber jetzt nur zum Kriterium. Also Geld macht nicht satt. Geld macht nicht satt, Macht macht nicht satt. Die wollen immer mehr. Das sieht man auch bei den westlichen Oligarchen. Die wollen immer mehr, manipulieren und nicht. Also Wahnsinn und Ruhm sowieso. Also dann ist man immer beleidigt, wenn ein anderer vorgezogen wird. Also das sind lauter leere Sachen. Das ist etwas, was. Und das heißt, also geht es entweder um
um mich, um die Befriedigung des Ichs, Bauchgefühle, was auch immer, oder gehe ich in den Dienst? Und wenn ich bereit bin, in den Dienst zu gehen, dann öffnen sich schon auch die Türen, also im Sinn von, dann erkenne ich, wo ist mein Platz? Den Platz findet man schon, wenn man bereit ist. Also ich würde sagen, das größte Hindernis, dass ich meine Berufung oder meinen Platz nicht finde, ist mein eigenes Herz. Weil wenn das Herz nicht bereit ist zu dienen, dann wird es seinen Platz nicht finden. Wenn das Herz sagt, ich muss, also ich hatte mal eine Patientin vor vielen Jahren, die unbedingt Ärztin werden wollte, die hatte aber einfach kein Talent. Und die hat 20 Jahre lang studiert, hat allen Männern Nein gesagt, ich will dich nicht heiraten, ich will Ärztin werden. Und dann war sie endlich mit 40 Ärztin, also Doktorin, also Medizinerin. Und bei der ersten Stelle ist sie rausgeschmissen worden, weil sie einfach unfähig war. Also das war, aber die war so fixiert darauf, ich will, also es ging nicht darum zu dienen. Sie wollte Frau Doktor sein und sie wollte einfach dann auch entsprechend geehrt werden. Sie wollte es geschafft haben, sie wollte es ihrer Familie zeigen, aber sie hat sich nie gefragt, was ist mein Platz? Also für mich ist, ich weiß gar nicht, wie die geendet ist, die kann dann auch nicht mehr. Ich hoffe, sie hat sich nicht das Leben genommen, aber extrem tragisch, diese Frau. Ich hoffe, ich habe das nicht so konkret erzählt, weil wahrscheinlich kann man die sogar erkennen, aber also es ist ein tragischer Fall. Und deswegen, also wer bereit ist zu dienen, der findet dann auch seinen Platz. Und das Beeindruckende ist, wenn man bereit ist zu dienen, dann entwickeln sich immer neue Facetten dieses Dienstes und man ist immer glücklich. Also ich habe Schuster kennengelernt, die glücklich waren in ihrem Metier und Dachdecker und alles. Also ich meine, da geht es nicht um groß oder klein. Ganz ehrlich, ich habe sogar Putzfrauen kennengelernt, die total erstens glücklich waren und total gut in ihrer Arbeit und die aufgegangen sind, die so eine Art von Putzfrauenstolz hatten, die mir dann auch manchmal Sachen erklärt haben. Ich war dann ihr Vorgesetzter, und wir haben uns unheimlich gut verstanden, weil die hatten so ein gesundes Selbstbewusstsein, das wissen sie nicht, aber ich sage ihnen jetzt. Einer hat gesagt, Herr Doktor, Sie arbeiten zu viel. Eine Bowlin, total nett. Also ich habe laut gelacht und also aber voll Freude. Das so, also die war ganz Putzfrau. Also im positiven Sinn, ohne irgendein und gescheite Frau nicht. Oder ein guter Freund von mir, der ist Maler und der kann so viele Sachen und der ist so glücklich, wenn er was reparieren kann. Das ist einfach wirklich ich würde sagen, akademisch gesehen ein einfacher Mann, aber der ist. Dort, wo er ist, ist er genau richtig und das ist gut so. Und diese Art von Dienst, ich glaube, das haben wir verlernt und deswegen finden viele junge Menschen ihren Platz nicht, weil sie diese Dimension des Dienstes nicht verstehen. Nämlich nicht, was will ich machen, sondern, oder was würde, also wo werde ich dann bewundert? Viele studieren ja etwas, damit sie nachher Prestige haben, sondern wo ist mein Platz? Darf ich dann schon fragen, was kann ich gut, weil mein Platz ist sicher nicht dort, was ich nicht kann. Ja. Also keiner wird von mir, glaube ich, na weiß nicht, Buchhaltung, aber es gibt halt Dinge, die könnte ich überhaupt nicht. Da wäre halt nicht mein Platz. Ich meine, mein Platz ist, glaube ich, schon Psychiater, das passt schon gut. Also es ist dann schon legitim zu sagen, was mache ich gern, weil das mache ich meistens gut und das ist mein Platz. Aber wenn da kein Platz ist und wenn was anderes notwendig ist, dann geht man halt dort rüber. Also insofern, ich glaube, seine Berufung findet man, indem man sein Herz öffnet für den Dienst. Das ist der Weg, die Berufung zu finden. Also auch aufhören, um sich selbst zu kreisen, sich zu fragen, wo werde ich gebraucht, wo kann ich dienen? Genau, wo kann ich nützlich sein? Darf man natürlich schon, also wie gesagt, es geht nicht darum, sich selbst zu vernichten, sondern ist dann schon die Frage, was mache ich gern, was kann ich gut. Aber am Ende ist die Intention ist dann der Dienst. Sehr gut. Und ich glaube, wenn man dann seine Berufung aus dieser Überzeugung herauslebt, selbst transzendierend, nicht mehr so stark um sich selbst kreisend, dann hören die Burnouts und solche Sachen auch auf, oder? Also das beobachte ich zum Beispiel stark, weil dann auch der Perfektionismus langsam weggeht. Man macht es aus einem größeren Sinn heraus, als nur um sich selbst zu befriedigen. Und dann hört man auch auf, um sich selbst zu kreisen, oder? Also das löst einfach sehr viele Probleme, das Aufhören, um sich selbst zu kreisen, dass man es für was Größeres macht als für sich selbst, dass man was macht, was man gut kann.
Aber das bringt uns eigentlich wieder zurück zum Anfang, wo wir gesagt haben, nicht um sich selbst kreisen, das ist eigentlich das Ziel. Und ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Ende für dieses Gespräch, oder? Wenn man einfach sagt, das Ziel ist, ist die Berufung zu dienen, seinen Platz zu finden und langsam aufhören, um sich selbst zu kreisen. So können wir zusammenfassen eigentlich. So fassen wir das zusammen. Super. Vielen Dank, Herr Dr. Bonelli, für Ihre Zeit. Wer heißt, das haben Sie toll gemacht. Das ist Interview. Danke ganz herzlich. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.